Daten sammeln und analysieren machen Unternehmen eigentlich schon immer. Wir haben das in einzelnen Köpfen gehabt, wo der einzelne Vertreter mit dem einzelnen Kunden redet und möglichst viel über den wissen will. Und wenn er das dann weiß, dann nutzt er das natürlich, um irgendwie rauszufinden, was er als nächstes brauchen könnte. Wir machen das jetzt auf einer sehr großen Skala. Das hat angefangen mit Big Data und landet jetzt eben bei Predictive Analytics und so Themen wie Robotic Process Automation, wo plötzlich wir Prozesse einfach nur automatisieren, die vorher halt auf verschiedene Köpfe verteilt waren. Die Aggregation, die gibt uns sowas wie ein bisschen, die sieht aus wie Magic, weil plötzlich die KI Sachen kann, die wir selber nicht können. Und deswegen steckt da so viel Potenzial fürs Geschäftsmodell dahinter, weil die als Ergänzung zu dem, was der einzelne Mensch weiß, der natürlich die Unternehmensvision vertritt, die KI Sachen kann, die wir nicht können. Und das vor allem auf einer Skala über uns Sachen lernen kann, die wir selber noch nicht wissen. Wir werden also am Ende dastehen und uns selber besser verstehen. Und das hilft dem Geschäft in allen Wegen. Eine gute KI-Strategie fängt eigentlich damit an, dass man guckt, gibt es überhaupt schon eine Datenstrategie? Also gibt es eine Strategie darüber, wie man Daten nutzt, welche man erhebt, für was? Und gibt es überhaupt eine Strategie dazu, was mit den Daten passieren soll, oder sammelt man die einfach nur? Im Moment gibt es ganz viele Unternehmen, die sammeln einfach nur, wissen noch gar nicht wozu, und das ist auch okay, wenn man noch keine Strategie hat. Die KI-Strategie muss aber damit anfangen, nicht mit der Frage, was machen wir jetzt mit KI, weil alle anderen auch KI machen, das ist die falsche Frage. Die Frage muss sein, wo steht am Ende der Nutzer? Der davon was haben muss, dass wir KI einsetzen. Und wenn ich erklären kann, dass der Endnutzer meines Services oder meines Produktes am Ende meiner Dienstleistung, dass der sagt, ja, das lohnt sich für mich, weil die KI folgende Sachen für mich machen kann oder auf dem Weg irgendwie hilft, nur dann habe ich eine KI-Strategie, die funktionieren kann. Also die Frage der KI-Strategie kann nicht sein, wie setzen wir KI ein, sondern muss sein, wie setzen wir die ein, damit sie dem Endnutzen beim Endverbraucher oder beim Endnutzer eben den höchsten Mehrwert bietet. Und das ist eine ganz andere Frage, aber die Strategie selber ist eine, die noch in fast allen Unternehmen fehlt. Und die behandelt auch alle Risiken und die behandelt auch alle Bereiche, in denen KI nicht auftauchen soll. Und das muss einem Unternehmen vollkommen klar sein, zu sagen, in dem Bereich machen wir es nicht. Wir machen es im autonomen Fahren, aber wir machen es nicht bei der Unternehmenssteuerung. Wir ersetzen Leute in bestimmten Bereichen des Unternehmens durch KI, aber in bestimmten Bereichen wollen wir es auf gar keinen Fall. Und die Verantwortung liegt beim Unternehmer. Tipp 1 für KI ist Aufklärung. Es braucht mehr Wissen im Unternehmen, bevor man überhaupt irgendwie loslegt. Die ersten Sachen auszurollen, das geht nur, wenn möglichst viele Leute wissen, wie es ungefähr funktioniert. Was wir im Moment sehen, ist überall Unwissen und dann Angst. Und die Angst ist fast immer unberechtigt, wenn man genau hinguckt, was die KI eigentlich macht. Mit Alexa sich zu unterhalten und die dann abzuschalten, wenn ich sie nicht mehr haben will, ist halt eine Möglichkeit. Aber die Verantwortung muss bei mir liegen. Sich nicht mit Alexa auseinanderzusetzen, ist irgendwie so, wie als das Auto kam, zu ignorieren, dass es jetzt Autos gibt. Und zu sagen, nee, das ist eine böse Technologie, wollen wir nicht haben. Zweiter Tipp, definitiv voller Fokus eben auf den Endnutzer. Auf das, was den treibt. Nur wenn es was ist, was den treibt und dabei KI helfen kann, hat man einen Case gefunden, der sich lohnt. Also nur ein Unternehmen, das sich darauf fokussiert, seinen Endverbraucher sinnvoll zu unterstützen und dafür KI einsetzen will, findet eine Frage, die sich auch lohnt zu beantworten. KI einfach nur einzusetzen, weil es alle einsetzen, sorgt dafür, dass man irgendwie, so wie viele Unternehmen Apps geschrieben haben, die dann keiner benutzt. Ja, dann hat man halt so eine tote App im App Store, aber keiner benutzt die, weil man hat nicht gefragt, was der Endnutzer eigentlich braucht. Und nur das sollte den KI-Case treiben. Ein dritter Tipp für die KI-Einführung, wenn man die so haben will, ist, dass man eben die nicht Research and Development überlässt. Nicht den KI-Experten die Einführung von KI überlassen, weil wir brauchen möglichst viele Leute, die an dem Case mitarbeiten. KI wird immer in einem bestimmten Case ausgerollt und an dem müssen möglichst viele beteiligt sein, die auch dumme Fragen stellen dürfen. Wenn ich das den Experten überlasse, kriege ich eine technologisch total ausgereifte Lösung, die dann möglicherweise keiner braucht. Und das ist sehr teuer. Talente in der KI sind super teuer. Die anzuziehen, das kriege ich auch nur hin, wenn ich einen guten Case habe. Und für den Case brauche ich ganz, ganz andere Leute. Ich brauche Leute aus den Finanzen, aus dem Marketing, aus der Unternehmensführung. Die müssen ein Buy-in geben. Die müssen sagen, wir wollen das und wir wollen es aus den Gründen. Wir brauchen Leute, die visionär sind, aber wir brauchen auch Pragmatiker, die dann sagen, wir setzen es um. Und wir brauchen ganz, ganz viele Leute, die es schaffen, die Kunden zu überzeugen. Und die müssen alle bei der Entwicklung der Lösung am Anfang schon am Tisch sitzen.